Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution. Und sage und schreibe, 1072 Leute von euch haben abgestimmt und haben sich mit 47% für den Hochsicherheitspark auf der Insel Takano Forschungslabor entschieden. Eine sehr gute Wahl, wie ich finde, und ich freue mich sehr drauf. Und genau das wird unser neues Parkbauprojekt. Aber erstmal muss ich mich bedanken, Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich abgestimmt habt, dass ihr so viele Vorschläge für Parkbauprojekte in die Kommentare geschrieben habt und sowas. Vielen, vielen Dank. Es macht richtig Spaß, dass ihr hier so aktiv mit dabei seid. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an auf Takano Forschungslabor. Natürlich das Ganze auf kreativ. Let's go! Und da sind wir auf dem Takano Forschungslaborgelände. Richtig cooler Park, wie ich finde. Also so richtig versteckt hinter großen Klippen. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz Tag an. Damit wir auch was sehen hier. So, jetzt ist es auch ein bisschen heller. Und richtig schöner See hier vorne auch. Also den feiere ich auch richtig. Ja, hier werden wir einen Hochsicherheitspark bauen. Was heißt Hochsicherheitspark für uns erstmal im Allgemeinen? Also im Prinzip könnten wir noch entscheiden, ob wir den Park überhaupt für Besucher machen. Also ich will auf jeden Fall Leute hier rumlaufen haben, aber es soll ja eigentlich nicht so der Mega-Besucherpark sein. Das soll, wenn dann nur so VIP-Leute kommen, die so eingeweiht wurden in diesen geheimen Park. Das ist ja so ein bisschen ja, Hochsicherheit und Area 51, also so ein bisschen in Richtung Forschung und ja illegale Versuche mit Dinosauriern und sowas. Also in diese Richtung soll das Ganze ein bisschen gehen. Wir werden natürlich ganz viel mit Industriegebäuden arbeiten, also mit Gebäuden, mit denen wir sehr selten arbeiten eigentlich, also mit diesen Betriebsgebäuden und sowas werden wir viel arbeiten. Wir werden wenig hier mit arbeiten, also eigentlich fast gar nicht, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wofür wir diese Gebäude brauchen. Also vielleicht den Bunker hier und mal schauen, aber so richtig viele Gebäude werden wir nicht brauchen. Vielleicht ein Hotel, ja, schauen wir mal. Also werden wir halt hauptsächlich mit diesen Gebäuden arbeiten. Finde ich sehr interessant, weil wir das sonst nie gemacht haben. Werden natürlich auch viel mit Zäunen arbeiten. Entwicklungslabore passen gut. Diese Türme finde ich eigentlich auch ganz cool. Die kann man halt auch so ein bisschen als Wachtürme benutzen. Und ja, ansonsten schauen wir mal. Für den Anfang habe ich mir sogar schon so ein bisschen überlegt, wie ich das Ganze gestalten möchte. Ich möchte erstmal so ein kleines Stück Weg bauen. Wir machen mal ein paar Bäume hier weg. Natürlich werden wir das später noch wieder gut bewalden, weil das Ganze ja versteckt sein soll. Aber ich habe mir so überlegt, wir werden erstmal hier eine kleine gerade Strecke machen. Und dann so einen kleinen Außenbereich machen. Und dann soll es erst in den Park sozusagen gehen. Durch ein ja, selbstgebautes Tor, sage ich mal. Man kann ja leider nicht durch diese Tore durchfahren mit Wegen. Und wir brauchen ja eine Wegverbindung. Sonst hätte ich das natürlich mit so einem Dirtweg gemacht. Das wäre ja natürlich gegangen. Aber naja, wir brauchen eine Wegverbindung, deswegen werden wir gleich selber ein Tor bauen und das werden wir einfach mit Zäunen und sowas bauen. Soll dann natürlich auch hochsicher aussehen, also High Security natürlich. Aber ich bin noch am überlegen, was ich hier außen überhaupt machen soll. Ob ich hier groß was machen soll. Ich glaube, ich werde hier einfach eine Ranger-Station hinmachen. Die finde ich ganz cool, weil die diesen ja, Wachturm oben hat. Und dann kann man sozusagen direkt hier, wenn man ankommt, in ein Jeep einsteigen und durch den Park fahren. Also so soll das ungefähr dann ablaufen, denke ich mal. Damit das Ganze nicht so langweilig ist, werde ich das hier mit den Wegen so ein bisschen anders gestalten, glaube ich noch. Ich habe mich übrigens für diese Wegfarbe entschieden, wie ihr seht, weil ich die immer eigentlich so gut wie nie benutze. Ich werde diesmal gar nicht mit diesen hier, glaube ich, arbeiten, weil das sind ja immer so mega besucherfreundliche Wege, finde ich. Wir werden heute halt viel in Industriefarben bauen, also heißt in diesen hellgrau- und dunkelgrau-Tönen. Aber mal schauen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal los. Ich versuche hier mal jetzt eben was zu machen. Ich werde gleich sehen, warum ich das hier mache. Ich möchte nämlich hier immer so ein Stück Weg machen. Und sowas geht halt immer nur, wenn man sich... Oh, da muss ich aufpassen. Nicht, dass das hier komische Stellen in den Weg reinmacht. Sowas geht halt immer nur, wenn man sich solchen Schrägen zieht. Das sind sozusagen die Hilfslinien. Die kann man dann entfernen. Dann hat man hier so ein Stückchen mehr. Das ist ganz cool.
So, jetzt nehmen wir mal die Ranger-Station und richten die mal hier eben gerade zum Weg aus. Ganz perfekt, gerade geht es leider nicht. Aber wir platzieren es mal einfach so. Also ihr seht schon, hier wird es ein bisschen breiter, der Abstand zu hier vorne. Aber ich habe es jetzt wirklich ein bisschen versucht und ich krieg's nicht besser hin. Ist aber auch nicht so wild. Es muss ja nicht alles ganz perfekt sein. Ich werde aber relativ viel mit Symmetrie und sowas bauen. Und halt praktisch, ist ja logisch, ne? In so einer Forschungseinrichtung geht es ja nicht darum, dass es mega schön alles aussieht, sondern eher, dass es praktisch ist. Jetzt müssen wir gleich mal eben gucken, wie wir das hier vorne machen. Oh, jetzt habe ich hier den Weg entfernt. Das wird nämlich jetzt knifflig, weil ich möchte gerne... Hier vorne werden ja gleich die Jeeps abfahren, das werdet ihr gleich sehen. Und ich würde gerne hier vorne halt auch noch... Ja, den Weg so ein bisschen... Das geht sogar. Nicht schlecht. Jetzt gedacht, dass mich die Einrastpunkte hier stören werden. So, Navis geht natürlich hier ran. Und ja, den Weg nochmal so ein bisschen abgehen lassen. Ich mach mal bis hier vorne, das ist ganz cool. Dann machen wir mal eben hier wieder runter. Hier nach unten. So, jetzt seht ihr, hier ist halt, es gehen halt dann die Jeeps los. Deswegen will ich hier so möglichst nah rangehen mit dem Weg. Ist hier noch gut um die Kurve, das wäre cool, wenn das klappt. So sieht das doch schon ganz gut aus. Dann können wir hoffentlich hier das Stück entfernen nochmal. Ach nein, dann geht das andere auch weg. Das ist ja doof. Okay, schade. Hätte ja klappen können. Problem ist, wenn ich so mache, dann wäre halt hier wieder den Weg kaputt. Vielleicht können wir das jetzt im Nachhinein wieder fixen. Das wäre ganz cool. Ah, perfekt. Hat geklappt. Machen wir mal so. Gut, hier ist jetzt auch noch eine kleine Kante und Ecke drin. Die finde ich aber gar nicht so schlimm. Wobei ich das schon gerne sehr glatt hätte. Ja gut, aber dass da nur eine kleine, ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann, so eine kleine Delle drin ist, finde ich jetzt nicht so verkehrt. So sieht es aber schon sehr, sehr gut am Gebäude entlang aus. Ja, ihr seht schon, das mit den Wegen ist halt teilweise echt problematisch. Dass es da immer so Ecken und Kanten reinmacht. Ich verstehe das auch nicht, warum das so ist. Irgendwie kommt das Spiel darauf nicht klar. So, ist eigentlich ziemlich perfekt jetzt hier geworden. Also ich finde es ziemlich cool, bis auf diese kleine Ecke hier. Aber die werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr loswerden. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich könnte es nochmal hiermit versuchen, das zu entfernen. Aber das ist halt wirklich hier nur eine Pingelei von mir. Aber ihr kennt es ja, ne? Ich bin immer pingelig, was das angeht. So, jetzt kriegen wir... Passt. Ah, wir haben die Ecke entfernt. Perfekt, jetzt bin ich sehr zufrieden. Das Ganze müssen wir auf dieser Seite aber auch nochmal eben ein bisschen eben schauen, dass wir das hier verkürzen. Ich glaube, ich werde hier auch wirklich nur außerhalb dieses eine Gebäude machen. Und dann geht es schon in den Park. Weil ich will da gar nicht so viel Platz zwischen lassen. Die machen wir auch nochmal so. Das sieht doch schon ziemlich ordentlich und cool aus. Das gefällt mir. Und dann kann man hier halt mit den Jeeps losfahren. Ich denke mal, wir werden auch hier die Ranger-Station benennen und die Jeeps hier. Vielleicht habt ihr ja coole Namensvorschläge. Ich glaube, ich werde allgemein so ein bisschen mehr die Gebäude benennen, je nachdem, was die für eine Funktion haben und sowas. Ihr könnt ja hier gerne mal einen Ranger-Station-Name in die Kommentare schreiben. Und hier für die drei Ranger-Teams könnt ihr auch gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Wir machen hinten auch noch definitiv was rein, was das Gebäude schöner machen lässt oder schöner aussehen lässt. Wie sieht denn das aus? Okay, das sieht so aus. Treffsicherheit sieht so aus. Und Nachladetempo sieht so aus. Treffsicherheit rein, das finde ich so besser. Okay, so finde ich es gut. Ja, so ist super. Wobei hier dieses Ding könnte ich, glaube ich, auch nochmal austauschen. Sind halt auch so Sachen, mit denen habe ich mich nie so richtig beschäftigt. Welches war anders? War das Nachladetempo, ne? Ich glaube, da mache ich mal dann Treffsicherheit rein. Ah, das war das Falsche. Nein. Das wollte ich nicht wegmachen. Nachladetempo. Okay, das soll bleiben. Dann muss das dies hier sein. Machen wir jetzt hier mal Nachladetempo. Ah, ne, ist falsch. Treffsicherheit. So, machen wir so. So finde ich das Gebäude schön. Ja, und später werde ich das Ganze natürlich hier dann noch mit Wald und sowas alles dicht bauen und sowas. Aber das können wir jetzt noch nicht machen. Aber ich finde das mit der Wegkombination von den Farben her eigentlich schon ziemlich cool. Das sieht nice aus.
Dann soll es eigentlich hier vorne schon direkt in den Park gehen. Auch relativ weit vorne, damit ich nicht zu viel Platz verschwende, weil der Park ist nicht so groß. Aber wir werden auch nicht so große Gehege bauen, weil ja, ist halt alles ein bisschen forschungsmäßig. Und da soll es den, oder geht es den Dinos dann halt mal nicht so gut. Aber so ist das halt bei Forschung, ne? An der Forschung, da leiden natürlich die Tiere dran, aber ja, kann man nicht ändern. Ich werde jetzt hier sowas wie einen Eingang bauen in unseren Park. Ich überlege gerade, wie breit ich das hier am besten mache. Ich mach mal so. Das finde ich ganz cool. Dann. Ja, man kann sich immer ganz gut an diesen gestrichelten Linien orientieren. Ich werde jetzt mal bis zur zweiten bauen. Dann bleibt das nämlich gleichmäßig. Das ist ganz cool. So, ich habe hier nämlich schon so ein bisschen einen Plan, was ich gerne machen würde. Jetzt würde ich hier gerne die Mitte einmal als Pfosten haben. Ungefähr. Und das hin. So ist ungefähr die Mitte, ne? Einmal da verbinden, einmal da. Dann können wir das entfernen. Sehr schön, so soll es sein. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier gucken. Ich glaube, ich entferne hier nochmal kurz den Weg. Weil dann können wir... Ah, jetzt kriege ich hier gar keine Einrasspunkte, ne? In die Richtung kriege ich welche. Aber in die andere Richtung leider nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt hier was hinbaue? Kriege ich dann welche? Ja. Okay, so ist perfekt. Jetzt kriegen wir es nämlich gerade hin. Das möchte ich eben. Ich möchte, dass das Ganze natürlich gerade ist. Ja, wir werden jetzt nochmal hier kurz eine Linie ziehen. Ah nein, ah, jetzt habe ich die entfernt. Das Entfernen, das ist teilweise auch immer ein bisschen buggy, leider. So, ich wollte natürlich das entfernen, das entfernen, das entfernen. Und dann wieder den Weg durchbauen. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit ich hier die Pfosten auf der gleichen Höhe habe wie auf der anderen Seite. Das war jetzt so der einzige Aspekt dahinter. Ich werde jetzt hier nochmal kurz so machen und so machen. Dann kann ich nämlich nochmal entfernen. Müsste jetzt eigentlich... Genau. Jetzt kann ich nämlich den Pfosten ganz bis vorne hin machen. Und es ist gerade bis an den Zaun ran, so nah wie es geht. So, rastet auch sogar ein. Perfekt. Machen wir so. Und jetzt können wir wieder das gleiche wie auf der anderen Seite machen. Ich weiß, kompliziert, aber dann haben wir es wenigstens richtig gleichmäßig, so wie ich es gern hätte. Kann man nicht anders machen, glaube ich. Wahrscheinlich doch. Man kann es wahrscheinlich eleganter lösen. Aber jetzt bin ich wenigstens auf der sicheren Seite, dass es sehr synchron und gleichmäßig ist. So, das verbinden wir einmal. Dann machen wir auch hier einmal mittig den Pfosten. Und dann haben wir schon hier unseren Anfang vom Eingang in den Park. Hier mache ich mal eben so ein Stück. Und so, wie das dann hier weitergeht, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Mit dem Zaun. Wir werden jetzt aber auch nochmal ein Stückchen hier in diese Richtung gehen. Ich denke, hier mache ich auch wieder bis zum Strich. So, perfekt. Und so. So, das ist jetzt sozusagen unser Eingang in den High Security Park. Ich hätte hier natürlich gerne ein Tor drin, aber wie gesagt, das geht leider nicht. Können wir ja mal durchfahren, wie es aussieht. So, Fahrzeug lenken. Also hier steigt man dann ein, fährt dann los in den Park rein. Finde ich cool. Hier vorne am Eingang sozusagen will ich auf jeden Fall so Area 51-mäßig einen Wachturm haben. Ganz, ganz wichtig. Den hätte ich gerne... Wir machen den so ein bisschen schräg oder direkt gerade zum Zaun. Eigentlich können wir den direkt gerade zum Zaun machen. Wir könnten den sogar in den Zaun reinbauen. Wäre auch eine Überlegung wert. Wollen wir das machen? Könntest halt echt überlegen. Oder halt dahinter. Mach's mal einmal rein und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wenn er fertig ist. Machen wir mal so. Das wäre dann sozusagen der Wachturm, der überwacht, wer hier alles in den Park kommt und sowas. Könnte man auch auf beiden Seiten überlegen zu machen. Aber ich glaube, eine Seite reicht erstmal. Die ist ganz cool hier, die Seite, weil wir halt hier das Gebäude haben. Da hat man hier so einen kleinen Wachturm, hier einen Wachturm. Sollte eigentlich erstmal an High Security reichen.
Hier werde ich auch noch keinen Stromzaun machen. Obwohl, ich könnte rein theoretisch... Ja, why not, ne? Also wir könnten rein theoretisch das hier als Strom machen. Nur hier beim Torbereich nicht. Aber alles andere. Und das machen wir sogar. Finde ich nice. Weil hier soll natürlich kein Strom sein, wo man durchfährt. Wäre ein bisschen blöd, wenn man einen Stromschlag bekommt, wenn man den Zaun berührt. So, da haben wir den Turm. Uff, ich glaube, ich muss echt sagen, dass ich es so nicht so cool finde. Ich glaube, ich würde es cooler finden, wenn das dahinter ist. Irgendwie wird damit das Bild vom Zaun so ein bisschen unterbrochen. Wir platzieren es mal dahinter und schauen uns das mal an. So, möglichst nah dran. Und ja, so können wir es eigentlich schon machen. So, perfekt. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Dann können wir hier natürlich auch schon gleich eine Wegverbindung machen. Also ich denke mal, ich werde das so lassen. So, und hier machen wir es dann natürlich auch wieder mit dieser Wegfarbe. Also der Hauptweg hat dann immer das Hellgrau. Und bei so Gebäuden und sowas werde ich dann immer in diesem etwas dunkleren Grau arbeiten. Ja, auch hier machen wir natürlich wieder wegetechnisch alles sehr schön hier an den Rand. Ihr könnt natürlich auch wieder dann für den Wachturm hier einen Namen reinschreiben. Vielleicht irgendeinen passenden Namen oder so, wäre ganz nice. Vielleicht auch einfach Wachturm, ich weiß es ja nicht. Lasst euch was einfallen, ihr seid da ja immer sehr kreativ. Ja, wir warten mal kurz, bis es fertig ist, das Gebäude. Das sollte eigentlich nicht lange dauern. Und da ist er. Okay, das gefällt mir besser. Das sieht cool aus, sieht aus wie ein Wachturm. Dann machen wir hier mal mit den Wegen weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die schräge... Ja, eigentlich können wir das schon noch machen. So, ich glaube, ich mache das einfach so. Einfach geschwungen darüber. Finde ich ganz cool. Oh mein Gott, hier ist eine Welle drin. Oh, ich glaube, hier vorne ist auch angehoben, ne? Hätte vielleicht mal überglätten sollen. Ich glaube, ich darf das nochmal neu platzieren. Jo, Leute, den Turm muss ich nochmal neu platzieren. Das geht nicht anders. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass da eine minimale Delle ist. Wir werden natürlich auch wieder viel mit Höhenunterschieden arbeiten, aber erst später. Ist hier im Eingangsbereich nicht. Wir werden auch noch irgendwo, denke ich mal, vielleicht hier hinten oder so. Ja, hier in der Ecke ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht können wir es so aussehen lassen, als wenn der Berg hier noch so weitergeht ein Stück. Und dann machen wir hier oben auf den Berg nochmal so eine Helikopterstation drauf. Da können wir dann entweder das hier nehmen. Da haben wir ja einmal so einen Helikopterlandeplatz. Das ist ja hier dieses Expeditionsgebäude. Oder wir nehmen natürlich ganz klassisch unsere ACU-Zentrum, was wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn macht. Aber mal gucken. Vielleicht machen wir auch mal das andere. Ich hoffe, jetzt ist das glatt hier. Müsste aber eigentlich. Gucken wir mal, dass wir den Turm da wieder reinbekommen. Also ich habe mir schon so ein bisschen Plan gemacht, wie ich das Ganze bauen will auf jeden Fall. Und ich freue mich auch schon echt auf diesen Park. Also es ist eine coole Idee von euch gewesen. Was Dinos angeht, werden wir natürlich echt viele Hybriden und so machen. Und auch die Dinos, die man für die Hybriden braucht. Zum Beispiel für den Spinoraptor braucht man Velos und einen Spino. Und vielleicht werden wir die dann auch noch irgendwie unterbringen. Hey, gerade ging's doch. Echt. Ja, okay, perfekt. Passt. Dann haben wir den Turm da schon mal drin. Ja, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Also es geht natürlich jetzt viel Platz verloren. Wir sind natürlich jetzt genau mit dem Eingang in der Mitte des Parks. Das heißt, wir müssen irgendwie mit dem Zaun hier hin und mit dem Zaun hier hin, beziehungsweise hier hin, wenn wir hier noch so ein Helikopter ja, Dings hin machen. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht können wir dann auch nochmal hier so einen kleinen See oder sowas machen als Deko. Ja, auch nicht verkehrt, ne? So, ich werde jetzt, glaube ich, erstmal echt versuchen, hier vorne den Berg so ein bisschen weiterzuführen und dann mal ja, so ein kleines Überwachungszentrum mit Helikopter zu bauen. Wird natürlich jetzt relativ schwierig, das so auszusehen zu lassen und das Gebäude unterzubringen da oben, ja, weil das sehr groß ist, als wenn der Berg hier weitergeht. Ich würde es halt echt gerne so hinbekommen, als wenn der Berg hier so ein Stück noch weiter auf die Insel reingeht. Ist natürlich relativ schwer, weil hier Bäume sind und das hier komplett runtergeht. Aber wir versuchen unser Bestes. Ich heb jetzt mal eben hier so ein bisschen an. Ich will jetzt hier auch nicht zu hoch gehen, aber auch nicht zu niedrig. Ich weiß nicht, ob das eine gute Höhe ist. Wir machen natürlich jetzt erstmal alles auf ja, ein Niveau. Das werden wir natürlich nachher noch anpassen.
Muss aber jetzt erstmal, weil das Gebäude da natürlich drauf muss. Und dafür muss es alles auf einer Höhe sein. Also von der Größe her, hier links ist das ACU-Zentrum, hier das Expeditionszentrum. Hier sieht man schon von der Größe, ist das hier etwas größer. Das hier ist ein bisschen kompakter. Aber sieht natürlich alles nicht so professionell aus. Aber ist mal cool, weil man das so selten baut, dieses Gebäude, ne? Das sieht man halt wirklich sehr, sehr selten. Hier haben wir natürlich auch noch Erweiterungsplätze, damit können wir das Gebäude noch ein bisschen verschönern. Ja, das dauert hier ein bisschen länger anscheinend. Wenn man dann diesen kleinen blauen Helikopter, den ich aber eigentlich ziemlich cool finde. Ist mal was anderes. Jetzt immer dieser Standardkram, wobei der hier natürlich so ein bisschen mehr Militär- und High-Security-mäßig aussieht. Vor allem, weil da auch ein Schütze in der Seite drin ist. Werdet ihr gleich sehen. Da haben wir es. Jo, haben wir. Ja, das sieht. Also, es ist ganz klar für mich das Gebäude hier. Das sieht einfach viel mehr nach Militär und High Security aus. Hier dann der Schütze drin. Seinem Gewehr. Falls mal jemand sich zu nah dem Zaun nähert oder dem Linksgebiet. Die haben sogar so Militärkleidung an. Der Helikopter sieht auch mehr so aus, denn der Helikopterlandeplatz ist cooler. Also, wir werden auf jeden Fall das ACU-Gebäude hier nehmen. Das ist ja auch eigentlich dafür gedacht, für solche Einsätze. Nur ihr seht schon, das Gebäude ist sehr groß. Wenn wir das hier hoch platzieren, dann wird das sehr schwierig, den Berg natürlich zu gestalten, weil hier nicht so viel Platz ist. Der Park ist halt wirklich, wirklich klein. Das ist echt. Also ihr seht schon, das hier ist, das ist die Ecke für ein Gebäude, wo das drauf passt. Und ja, das wird echt schwierig auf diesem kleinen Gelände hier. Ich bin echt gespannt, weil ich will jetzt auch nicht so beengt bauen. Ihr seht ja, hier lasse ich mir auch schon Platz. Aber wir schauen mal, wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Und dann können wir das vielleicht mal eben. So schräg hier irgendwie. So nah wie es geht. Das ist echt schwierig hier zu platzieren. So wäre das nächste, was geht. Platziere es mal einfach und dann schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So, das Gebäude steht. Finde ich gar nicht so verkehrt von der Ausrichtung, weil der Helikopter ist dann auch direkt in Richtung Park ausgerichtet. Also ist gar nicht so verkehrt. Wir haben dann auch ein paar Varianten, wie wir das Ganze lösen können. Also als erstes müssen wir natürlich überlegen, ob wir den Zaun hier drum führen und dieses Gebäude noch mit einzäunen. Aber muss eigentlich nicht. Also wir könnten auch einfach mit dem Zaun dann hier hinterlang gehen. Weil das Gebäude muss ja nicht mit drin sein unbedingt. Hier können wir dann den Berg natürlich sogar noch abflachen und so ein bisschen wie hier gestalten. Auf dieser Seite, das ist ganz cool. Wenn wir hier noch so ein kleines Gewässer vormachen. Und ja, die Wegverbindung ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Die könnten wir eventuell hier lang führen. Das wäre eine Variante. Oder halt vom Parkinneren nach hier vorne. Also das würde auch gehen. Ich glaube, ich probiere das mal aus, wie das aussieht, wenn ich mich hier irgendwie an den Berg dann hochschlängel. Das könnte, glaube ich, echt cool aussehen. Ich weiß nicht, wo wir das machen. Also eigentlich müssten wir es hier schon irgendwo abführen, den Weg. Mache ich da so einen einfachen Weg? Eigentlich reicht da ein einfacher Weg. Könnte natürlich auch einen Doppelbreiten bauen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Bauen wir so. Dann würde das ja irgendwo hier hinten und dann den Berg irgendwie so hoch. Könnte, glaube ich, ganz cool sein. Ich mache hier die Bäume weg. Wir werden das natürlich nachher alles wieder gestalten. Ist nur jetzt gerade unpraktisch, wenn die Bäume da sind und im Weg sind. Aber wir gehen mal von dieser Seite aus, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Können wir das Gebäude auch gleich noch verschönern. Aber vielleicht platzieren wir das hier noch um. Deswegen mache ich das jetzt noch nicht. Können wir machen, wenn das Gebäude final da stehen bleibt. So, hier entlang. Und dann, ja, wäre eigentlich cool, wenn wir dann hier hinter das irgendwie, sieht das Gebäude hier aus. Also bis hier wäre eigentlich ganz cool der Weg, den bis hierhin machen könnte. Das Gebäude, da muss man sogar so ein bisschen Abstand haben bei diesem Gebäude, es geht nicht anders. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier die überschüssigen Sachen entfernen können. Oh, das geht sogar, perfekt. Okay, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Eigentlich hätte es gereicht, wenn wir den Weg bis hier vorne gemacht hätten. So gefällt mir das. So super. Hat man hier nochmal einen kleinen Ladebereich. Ja, das passt, denke ich. Kann man hier nochmal so ein bisschen besser wenden mit einem Auto oder was auch immer, was man da hinliefern möchte. Und dann kann man hier eigentlich schon so runtergehen. So. Das wäre dann die Wegverbindung hier rüber. Natürlich ist es jetzt hier noch wichtig, wie wir das Ganze gestalten mit dem Berg. Das machen wir jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen. Ja, ich versuche das halt so ein bisschen da hinten anzupassen. Ist halt echt schwierig, weil es hier so mega tief runter geht.
Also ich glaube, wenn wir das gleich mit Klippen und sowas machen, dann wird das echt cool aussehen. So, sehr schön. Pinseln wir erstmal das Ganze mit Klippen an. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Das zumindest so ein bisschen so aussieht, als wenn wir den Berg hier weitergeführt haben. Einmal rundum Klippen. Gar nicht so schlecht aus. Wenn man das dann nachher noch ein bisschen schöner macht. Mit so ein paar Gräser, ein paar Bäumen und so. Könnte ganz nice sein. Okay, dann hier vielleicht so einen Wasserbereich rüber machen oder vormachen. Vielleicht könnte man das auch direkt hier vorne hin machen. Okay. Sehr schön. Dann machen wir mal wieder ein paar Bäumchen hin. Dass das Ganze ein bisschen mehr versteckt aussieht. Hier hinter natürlich auch auf jeden Fall Bäume. Damit man den Übergang nicht so krass sieht. So, sehr gut. Ja, hier vorne will ich das eigentlich noch nicht gestalten, weil wir hier mit dem Zaun noch gucken müssen. Das macht eigentlich noch keinen Sinn. Aber so schlecht finde ich es jetzt noch gar nicht. Also finde ich es gar nicht. Eigentlich ganz cool. Hier oben müsste natürlich wieder ein Zaun hin. Hier reicht aber so ein kleiner Zaun, würde ich jetzt sagen. Der ist ja einfach nur dafür da, dass man nicht runterfallen kann. So. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Schräge einbrauchen. Nee, eigentlich nicht. Es reicht eigentlich, wenn wir den hier oben haben. Hier die Ecke ist natürlich wieder sehr, sehr schwierig jetzt. So ist perfekt. Nice, das gefällt mir. Sehr schön. Haben wir da oben schon mal den Zaun. Ich finde es echt nicht schlecht. Hier mit den Bäumen können wir natürlich noch mal ein bisschen gucken. Die sind jetzt hier noch nicht ganz ideal. Hier gleich noch ein bisschen mit Felsen und so gestalten. Hier unten das Wasser gestalten. Dann kann das echt cool aussehen. Aber erstmal machen wir jetzt hier das Gebäude. Auch hier könnt ihr natürlich hier den Helikopter benennen und auch das Gebäude. Okay, Planung ist das hier. Das machen wir zweimal da hinten hin. Das ist doch ganz cool. Dann haben wir hier zweimal diesen Kasten und hier hinten nochmal so zwei Treibstoffdinger. Und hier oben haben wir dieses Ausguckding. Das finde ich sehr, sehr cool. Jetzt arbeiten wir nochmal so ein bisschen mit den Landschaftstools hier. Ein paar Klippen und sowas. Und Felsen. Die werden auf jeden Fall noch einiges bringen, dass das cool aussieht. In das Wasser finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Das Wasser können wir allgemein da gleich noch ziemlich schön gestalten, denke ich mal. Hier oben müssen wir natürlich vorsichtig sein. Jeder Felsen kann hier das Ganze nochmal natürlich beeinflussen. Von der Optik und von der ja, Erhöhung und so. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Mir fehlen gerade, glaube ich, so ein bisschen die Worte. Hier mache ich nochmal einen Felsen hin. Ich will auch nicht übertreiben mit Felsen. Hier können wir dann natürlich auch schon mal so ein bisschen mit Gräsern arbeiten. Was nehmen wir denn hier? Grasland, Küstengebiet, Klippe. Klippe klingt eigentlich ganz gut. Ist ja so ein bisschen Klippe. Bisschen grüner hier alles gestalten. Jetzt führen wir am besten mal eben den Zaun ein Stückchen weiter, damit wir hier dann auch noch später gestalten können. Ja, ich glaube, wir werden jetzt. Also wir könnten halt überlegen, hier hoch zu gehen oder halt unten entlang zu bauen. Ungefähr so. Das sieht halt irgendwie komisch aus, ne? Also da muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Also das geht echt noch klar hier. Könnt ihr auch überlegen, ob der Zaun hier nicht endet, irgendwo im Wald. Muss man ja nicht um den ganzen Park herumziehen. Obwohl, das sieht optisch dann später so aus, als wenn das von vorne alles eingezäunt ist. Ich denke mal, wenn wir es um den ganzen Park herumziehen, wäre das schon ziemlich anstrengend, wenn man das dann so
in den Wald verlaufen lässt. Finde ich, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ich glaube, ich werde auch hier dieser Seite relativ weit, viel Wald dann später haben. Dieser eine Baum hier, der gefällt mir nicht. Ja, so ein Riesenbaum. So, ich mache hier nochmal die Klippe so ein ganzes Stück grünlicher, weil da oben ist es auch relativ grünlich. Und ja, hier ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn es sehr grünlich ist. Dann mache ich auf jeden Fall nochmal Gras hin. Okay, das sieht doch schon mal ziemlich, ziemlich gut aus. Ja, wäre cool, wenn man hier noch so Büsche und sowas machen könnte. So, da oben noch ein Bäumchen hin, finde ich sehr gut. Ich glaube, der hier könnte schon zu viel sein. Hier des Guten. Blätten wir hier nochmal rüber. Das werde ich aber auch nach und nach so ein bisschen nochmal anpassen. Aber ich finde es eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Wenn ich mal von so hier oben gucke, sieht schon ganz nice aus. Können wir später immer noch dem Gesamtbild so ein bisschen anpassen. Aber das ist jetzt unser Eingangsbereich. Ich denke mal, das reicht jetzt auch für die erste Folge. Also wir haben hier unseren, also man kommt in den Park rein, kann dann hier losfahren mit einem Ranger, Jeep. Hier oben geht es dann zu einer Überwachungsstation, so einem Helikopter-Ding, was dann losfliegen kann. Also der Helikopter kann dann losfliegen. Falls mal irgendwas passiert oder irgendein ungebetener Gast kommt, dann kann er gleich hier hinfliegen und sagen, ne, du hast hier nichts zu suchen, Junge, das ist High Security. Ab mit dir, sonst wirst du betäubt. Sehr gut. Ja, genau. Und dann geht es hier vorne in den Eingangsbereich. Und das haben wir jetzt hier heute gebaut. Sieht nach der Heli. Genau, hier geht es dann in den Park. Und an dieser Stelle werden wir beim nächsten Mal weiterbauen. Ich hoffe, der Anfangsbereich hier gefällt euch. Falls euch das Projekt High Security Park interessiert und gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.